Yo, was geht ab bei euch, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge bzw. zu einer neuen Runde von Mittelerde, Schatten des Krieges, Shadow of War. Let's go! This could be us. So back to what I was saying. So, wir sind jetzt hier stehen geblieben, beziehungsweise haben wir aufgehört, ne? So von der letzten Folge, da haben wir jetzt gemetzelt, alles drum und dran, da habe ich diese scheiß Höhle jetzt aus Versehen nicht gefunden gehabt, aber jetzt haben wir die gefunden. Dann haben wir die Elbenwut haben wir gelernt, genau, die Elbenwut haben wir gelernt und jetzt sind wir hier, so Schatten der Vergangenheit. Erlebe die Geschichte des ersten Krieges um Mordor zwischen Celebrimbor und dem dunklen Herrscher, indem du die Auftragsreihe Schatten der Vergangenheit abschließt. Okay. Einfach alles erledigen. Doch den Palantir. Also Ruth, erlebe die Macht und den Zorn des einen Rings. Okay, wir können das tatsächlich, glaube ich, nochmal machen, oder? Kann man das nochmal wiederholen eigentlich? Klingt der Macht. Vielleicht kann sie uns helfen. Wir haben jetzt ein Pferd. Okay, wir haben jetzt was gelernt. So. Ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich Räuber machen soll. Fernkampfgeist. Oder Kampf. Damit ich mal ein bisschen schneller den ganzen Orks töten kann. Reiter habe ich jetzt hier gemacht. Das habe ich jetzt gelernt. Oha, man kann sogar Graukreiter. Boah, was ist das denn? Reittier rufen. Ja, also ich finde das schon geil. Ich glaube, ich nehme... Drücke 1 um mein ich muss jetzt mal beherrschen. Herbeirufen. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich. Ob ich jetzt Kampf machen soll oder nicht. Das ist jetzt die Frage. Aber ich würde tatsächlich jetzt. Ja, das ist so eine Sache. Ob ich jetzt weiter auf Reittiere. Beziehungsweise. Gebrochenen Krauk. Oder halt auf Kampf nochmal machen. Also das bedeutet Hinrichtung. Ziele bei voller Macht mit der auf einen Gegner und drücke dann F, um ihn hinzurichten. Oh. Dann bin ich halt mit dem Kampf ein bisschen schneller. Aber ich weiß nicht, ey. So ich, komm, ich mache jetzt tatsächlich nochmal Kampf, damit es ein bisschen ausgeglichener wird. Und perfekter Konter. Oh, okay. Gut abgestimmte Konter schlagen Feinde nieder. Ja, gut. Ja, das ist aber auch geil. Erhalte Macht für jede Tötung während der. Während der du unentdeckt bleibst. Okay. Stufe 11, Stufe 7. Ja, das ist aber auch geil, wenn ich jetzt Schaden erleide und das ist... Ja, komm, ich mache jetzt Kampf tatsächlich. Ich mache Kampf, so. Bei voller Macht, ja genau. Drücke dann 11. Ja, machen wir dann so. Okay, dann würde ich gerne nochmal das Ding hier fertig machen. Also. Hä? Kann ich nicht eigentlich noch einmal. Da ist die Katze gerade. Hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Hat sich gerade auf meine Füße hingelegt. Ja, ist das jetzt da oben oder wo ist das denn? Kann ich das nicht noch. Hier ist es, okay. Noch einmal. Ich möchte tatsächlich das nochmal perfekt hinbekommen und 10 Feinde niederstrecken. Als Sauron seinen Verrat enthüllte, erhob ich die Waffe gegen ihn. Kann ich das überspringen? In meinem Zorn war ich entschlossen, ihn für seine Täuschung zu bestrafen.
falle jetzt einfach durch. Egal was passiert, komm, let's go. Einfach durchziehen. Wenn jemand mich angreifen möchte, einfach drauf. Einfach drauf, let's go. Let's go. Boah, das ist... Oh, lolrisch, ey. Okay. Okay. Das war jetzt gerade schon saftig, Mann. Okay, das Hinrichten taucht aber auch ab und zu mal auf, ne? Also nicht immer. 20... Hey, ich mach doch! Es ist... Hä? Ich verstehe das nicht. Gehen die sofort down? Das ist... Warte, noch einmal. Also... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Mann. Das bedeutet, du bist in einer Zeitschleife und jedes Mal, wenn du einmal angreifst und antippst, sind die Feinde down, oder wie? In meinem Zorn war ich entschlossen, ihn für seine Taten zu bestrafen. Okay, dann komm. Let's go. Noch einmal. Muss man manchmal hier ein bisschen taktisch angehen, damit man das irgendwie so hinbekommt. Weg mit dir. Schade. Ich muss jetzt aufpassen. Also, ich habe jetzt hier ein paar Orks, nicht viele. Ich muss gucken, dass ich hier... Okay. Jetzt müsste ein bisschen mehr hier hinkommen. Ah, ich habe noch 37 Sekunden. Okay, jetzt komm, let's go. Hab ich jetzt? Ja, let's go, Alter. Ja, dann ist es so, wie ich es mir gedacht habe. Die sind komplett, also die gehen komplett down dann. Das finde ich schon geil, Alter. Das ist schon nicht schlecht, ey. Okay, haben wir jetzt fertig. Okay, das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, irgendwas habe ich hier gefunden. Okay, man kann hier sogar auf Aufträge gehen. Mal schauen, was hier jetzt so weit. Ah, okay. 25% haben wir jetzt von dieser Karte freigeschaltet wahrscheinlich. Oder aufgedeckt. Das ist... Wir können jetzt tatsächlich hingehen. Wir machen das fertig. Also wie gesagt, am besten Schritt für Schritt. Und dann diesen komischen Level 20er besiegen. Damit wir auch ein bisschen stärker werden. Die große Halle beherbergt die größten Schätze von Minas Tirith. Aber was ist denn da eigentlich? Nur der Palantir. Moment, was ist denn da hinten? Nee, hier ist gar nichts. Nee, da ist gar nichts. Von da sind wir... Nee, Moment. Wir müssen, glaube ich, komplett hoch. Diese Tür ist durch ein Blabla-Inschrift versperrt. Findet das fehlende... Ethyldin, das über das Gebiet verteilt ist. Moment, also durchgehen können wir hier auch nicht. Ja, Rätsel. Ja gut, ich muss das ja so oder so suchen. Ich habe das ja nicht. Im Lande Mordor, wo die Orks drohen, halten wir unsere Banner hoch.
Stiefel wie der schwarze Kater geben uns unseren schnellen Gehirnen, unsere Gemüt ist finster, denn wir in diesen dunklen, von Träumen heimgesuchten Wespen wagt es der rechtschaffenen Flammen des Gottes zu widerstehen und sich selbst zu Verzweiflung und Tod zu erheben. Eigentlich hätte ich das jetzt fertig gehabt. Dann muss ich das... Okay, kann ich nicht. Ja gut, ja, Spaß beiseite, komm. Machen wir hier weiter. Und zwar... Gehen wir jetzt mal raus. Wieder da hoch. Sprinte. Ach so, ich kann doch Schnellreisen durchführen. Nee, kann ich gar nicht. Muss ich das... Ich geh mal den hier kurz... Kann ich wenigstens da noch eine Schnellreise machen. Muss ich da komplett hochlaufen jetzt. Okay, wir haben jetzt Zorn gelernt und ich geh mal das Ding da freischalten. Arbeitet für mich hier und für Gondor. Gondor? Erfolgreiche Angriffe bringen dir Macht ein, Hinrichtung, verzehren mächtiger Schuss und Elbenlicht. Ja. Chill mal, Alter. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich möchte diesen Punkt hier freischalten. Nee, das möchte ich nicht. Auf den Ball! Hallo. Okay, danke. So schnell sind die Orks wahrscheinlich jetzt nicht. Was ich ja beim Strahl, wenn sie jetzt genauso schnell sind wie ich. Halten, okay. Ich finde das Auge einfach geil, Mann. Ich finde es einfach geil. Gut, da haben wir jetzt... Was ging ja schnell? Eins haben wir. So. Na, wo hat sich... Oh, das haben wir jetzt auch sehr schnell gefunden. Achso, das sind die... Ah, die Dinger, das sind diese Schriftrollen, die wir freischalten müssen, ne? Für diese Tür da hinten. Gereinigt. Haben wir noch so ein Heli hier? Ja gut, ich glaube, der ist aber am Arsch der Welt hier, oder? Ja gut, wenn ich aber alles gereinigt habe, dann bekomme ich ja einen Fertigkeitspunkt. Ach komm, machen wir den fertig. Geht ja schnell, hoffe ich mal. Dann haben wir... Ja, egal, komm, wir machen das jetzt. War sehr schnell fertig hier. Ich brauche Fertigkeitspunkt. Ich möchte das eine auf jeden Fall frei... Oha, das war knapp. Schneller! Lauf! Du SCH... Ja. Schneller! Chill doch mal da. Habt ihr das gesehen? Er hat es gewagt, mich anzufassen. Gut. Dann machen wir... Ronk vom Schwarzen Turm. Level 10. Platsch. Kaputt. Okay. Weiter geht's. Keine Zeit für euch. Keine Zeit. Ich muss da hoch. Ich muss das erledigen. Ich kümmere mich später um euch. Weg hier. So. Hallo. Nein. Ja. Let's go. Ich brauche Fertigkeitspunkt. Ich bin jung und ich brauche das. So. So. Ich denke, das ist eigentlich ein Plan gewesen. Die Hades jetzt freizuschalten, Fertigkeitspunkt zu bekommen. Wir müssen es ja so oder so. Ich meine, um die Tür hinten jetzt aufmachen zu können, brauchen wir diese komischen Dinger. Da, wie ihr seht, oben links. Diese Schriftrollen. Da muss man halt jetzt alles freischalten.
Yes, Baby, das haben wir. Kann man später aber auch diese ganzen Aufträge annehmen, ne? Ja. Zack, 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 zack. Nein, nein, ja, nein, fast, fast. Ja, da haben wir es. Irgendwo da drinnen. So, habe ich jetzt Fertigkeitspunkt bekommen? Jo, tatsächlich, geil. Das haben wir jetzt auch bekommen. Fertigkeit freigeschaltet. Da werde ich für einige deine Fertigkeiten und Verbesserungen verfügbar. Ja, genau. Das war jetzt mein Ziel. Und zwar, das hier wollte ich freischalten. Erhalte jedes Mal Macht, wenn du im Kampf Schaden erleidest. Das ist schon mal geil. Dann werden wir immer stärker und buffen uns auf. Hä, kann man dann nochmal machen? Hä? Kann man die... Hä? Kann man nicht... Während du unentdeckt... Ach so, man kann nur eine Sache hier aussuchen von denen. Das ist jetzt... Egal, das ist Hauptsache jetzt mal, wenn... Das ist wichtig, finde ich. Das lasse ich wahrscheinlich auch so drin, wie es ist. Hm. So, wir haben dort hinten noch einen Wurm, aber lieber nicht. Okay, dort sind Soldaten am Kämpfen. Ich denke, ich werde jetzt tatsächlich noch alle... Das war knapp. Ich bin ja eh unsterblich, aber das war knapp. Ja, diese zwei Würmer werde ich nochmal aufdecken, damit ich alle Hauptmänner habe. Ach, komm. So. Den nehme ich noch mit. Dann habe ich soweit alle Hauptmänner aufgedeckt hier. Also, was heißt fast alle? Ja, dann machen wir uns erstmal einen schönen Plan hier. So, Level 10. Sieht ja wie so ein kleiner Mongole aus. Gut, das haben wir jetzt auch. Nur noch ein brauchen wir. Gib mir Informationen. Ja. Ist der jetzt da oben oder wo ist denn der andere? Ich glaube, das ist tatsächlich diese Brücke da. Ein Wal. Ich bin viel zu schnell. Ich bin ein Wal. Let's go. Weg hier, da ist glaube ich noch ein Wurm. Ich kann ich den eigentlich so meucheln, wenn ich... Das ging jetzt nicht so schnell. Ey, ey, ey. Macht meine Komprendes hier nicht kaputt. So. Ja, das sieht doch geil aus. So, jetzt haben wir hier alles aufgedeckt. Das ist der Golem. Und wir haben... Gut. Das haben wir schon mal fertig. Jetzt haben wir alles aufgedeckt. Von dieser Karte wahrscheinlich. Ne? Ich denke mal, es kommen immer stärkere. Ey, 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 ey. Okay. Das haben wir jetzt auch fertig. Ich werde jetzt tatsächlich... So. Erinnerung. In diesem Gebiet sammeln 0 von 3 Gebietssammlung Belohnung. Ein Fertigkeitspunkt Belohnung für alles. Spinnenschwarm, Verbesserung Spinnenschwarm. Ich denke, wenn ich schon hier in der Nähe bin, werde ich jetzt diesen hier. Nee. Ob ich jetzt die erledige oder nicht. Also ich würde jetzt tatsächlich... Der ist ja noch zu stark. Ja, machen wir einfach den hier, ne? So, egal. Wir müssen ja wahrscheinlich eher Lassie töten, was ich denke. Machen wir den fertig. Das ist ein... Chill, chill, chill. Aha. Hä? 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 Was war das denn? Warum will er nicht? Ah, ja. Hä, was war das denn? Fokussiert nennt man sowas. Ja, komm. Helfen wir unseren Freunden hier. Aus dem Hinterhalt. Zack.
Holz wollen wir anfangen. Das hinrichten klappt manchmal nicht. Lalalala, angeschlichen und erledigt. Ja, da. Entschuldigung. Wo schießen? Schade, hör mal, weggefetzt, Alter. Okay, hä? Weg, der Konter freigeschaltet. Ah, der kommt jetzt automatisch von da, okay. Wie ich ihn einfach nicht treffe. Jetzt mal hier, komm. Na. Schade. Oh, das hat aber schon saftig abgezogen. Das ging ja schnell. Fast, das ist fast down. Sagt, dass er mir den Schädel jetzt kaputt macht. Ja, ja, ja. Weg hier! Hättest du wohl gern. Zack! Ganz einfach. Hitman nennt man das. Ich war da, dann war ich wieder weg. Okay, ich habe jetzt irgendwas Geiles gefunden. Stufe 3 gefunden. Geil. Okay. Ich meine, gar keinen Unterschied. Gut, aber. Zerstören plus. Ah, okay, man kann tatsächlich die Sachen zerlegen. Da bekommt man noch. Oh, ich habe jetzt 750 Silber. Da kann ich ja später hier so eine Sache freischalten. Okay. Gut. Das hat geschmeckt. Das war wirklich lecker gerade. Das war saftig. Ich brauche ein paar Pfeilchen und dann gehe ich mal weitermachen. Bevor hier die ganzen Dudes beschäftigt sind und ich die verliere. Ich muss alle retten. Alle retten. Hehehe. Hä? So greifen ein? Wieso bist du nicht ein guter kleiner Tark und hältst still, damit ich alle kommen zu mir. Ich muss keinen suchen hier. Neuer Feind, Jäger. Jäger bleiben auf Abstand und greifen mit Wurfspeeren an, aber sie sind im Nahkampf schwach. Aber was ist mal fertig hier, ne? Ach man, ich wollte doch gerade ausweichen. Alter, die stecken schon viel ein hier. Hä? Alter, was ist mit dir? Reg mich nicht auf. Jetzt habe ich den einen. Machen wir es ihm so fertig. Mach mich nicht sauer. Das gibt's doch gar nicht. Meine Güte, ey. Wie kann man so flink sein? Oh, cool, eine Rüstung. Wir werden immer besser und stärker hier. Das ist ja geil. So. Ich hoffe, dass auch was. Ja, Stufe 3. Plus 10 noch dazu. Das ist schön. Das ist schön. So, das machen wir jetzt auch hier. Ja, guckt mal hier. Jetzt fehlt noch ein Dolch, Bogen. Ja, ein Dolch und Bogen. Das wäre nice. Okay. Pfeilchen suchen. Die Frage ist, wurde das jetzt hier freigeschaltet oder nicht? Da muss ich dann noch was machen. Du musst für diesen Auftrag zunächst die Fähigkeit perfekter Konter freischalten. Ah, okay. Perfekter Konter freischalten. Es geht mal das. Charakter. Perfekter Konter. Was
Linktür. Elbenwut. Nein. Ah ja, hier, perfekter Konter. Muss ich jetzt einen Fertigkeitspunkt fahren gehen? Okay. Also eine Vorgabe vom Spiel hat man hier tatsächlich auch, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Dann gehen wir den nochmal hier töten, dann haben wir hier schon mal alles geklärt. Mal kurz gucken, wo das ist, oder wo er ist. Okay. Ich hätte ihn doch gerade markiert irgendwo, oder? Oder ist er down? Nee, ist doch nicht down. Entschuldigung, wo ist denn der? Ach so, ich muss wahrscheinlich das Ding hier erstmal freischalten, damit ich... Ja, okay, dann weiß ich Bescheid. Den kann ich ja noch nicht machen. Ja, ich... Okay, gut, dann machen wir das erstmal weg. Oh gut, das haben wir hier fertig. Ja, muss man auch was freischalten. Ein Fertigkeitspunkt. Du musst für diesen Auftrag zunächst die Fähigkeit Terrorisieren freischalten. Was ist das? In diesem Gebiet gesammelt 0 von 3. Ja, komm, Wegpunkt festlegen. Kann man da reingehen? Schon, oder? Ja. Ja, tatsächlich. Das ist eine Erinnerung. So, schauen wir mal. Ich durchwanderte die Täler und Wüsten, die Felsen Gorgoroths, die Felder von Nurn. Ich ließ Teile meiner selbst zurück. Bewegen. Ich brauchte sie nicht mehr. Andere verlor ich. So veränderte ich mich. Man kann nichts Neues werden, ohne etwas von sich zurückzulassen. Hä? Was muss ich denn hier machen? Einmal nicht gelesen, ey. Ein einziges Mal nicht gelesen. Es flüstert. Oh, da habe ich mich gerade erschrocken. Was war das denn, Alter? Okay. Achso, man muss die Scherben miteinander bringen, so in der Art. Eins von drei erlangt. Das Schicksalsnetz wird die Wahrheit über Kankras Vergangenheit und die Zukunft Mordors ans Licht bringen. Finde alle Teile, um die Verbesserung Spinnschwamm freizuschalten. Muss man das lesen? Nee, ne? Also. Sie scheint uns mit Visionen zu verfluchen. Was ist mit dem Palantir? Ihn einzusetzen. Das ist hier all... Okay, ich mach mal nochmal. Das war schon cool gerade. Das fand ich eigentlich gerade schon ein bisschen so angenehm. Lalalalalalalala. Komm schon, Erinnerung. Möchte ich haben. Lauf, Forrest, lauf! Lauf! Brochen Erinnerung, lauf! Schneller! Brochen die Erinnerung. Was ich aber tatsächlich geil in diesem Spiel jetzt finde, dass du nach deiner Art und Weise spielst und ich glaube, du kommst trotzdem immer ans Ziel. Also du kommst trotzdem immer ans Ziel. Also questtechnisch gesehen.
Klar könnte man jetzt sofort Ausrufezeichen spielen, aber Leute, was bringt das denn, wenn wir jetzt alles hier einfach rushen und die Nebensachen halt nicht machen oder nicht erkunden vernünftig? Ich denke mal, dass man tatsächlich das alles machen muss. Ja. Viele Jahre lebte ich im Licht, unter der Sonne. Doch das ist nicht mein Schicksal. Zu drehen, wie schon meine Mutter vor auszurichten, verzehre ich das Licht. Es nährt einen unstillbaren Hunger. Aber ich kam aus der Dunkelheit. Ah. Ich kehre stets dorthin. Da ist jetzt zurück. Das Gesicht. Die Höhlen sind mein Heim. Hm? Oh, wieso erschrecke ich mich da immer, Mann? Die sieht schon hübsch aus, so ein bisschen, ne? Würde ich mal sagen. Mutter Ungoliant ist krank. 2 von 3. Aber eine starke Verbündete. Haben wir hier noch so ein Spinnennetz? Bin ich gerade blind oder so? Haben wir noch so ein. Oh lol, das ist da hinten. Ah, okay, man kann ja Schnellreisen machen. Okay, das machen wir auch, denn wir können ja eigentlich in dieser Map uns frei bewegen, weil wir alles freigeschaltet haben. Ja. Bevor ich jetzt hier weitermache, werde ich der sehende Stein. Werde ich tatsächlich erstmal hier alles aufdecken. Alles schön säubern und dann gehe ich zu diesem Ausrufezeichen. Beziehungsweise, ich muss es ja machen. Ich brauche ja die Wegpunkte, beziehungsweise Wegpunkte sage ich schon. Die Ethildins brauche ich ja, um hier das freischalten zu können. Ja. Um wahrscheinlich später Chancen zu haben, muss man ein bisschen bessere Ausrüstung haben. Das heißt, ich muss ja eh noch diese Fertigkeitspunkte freischalten. Ja, dann machen wir das so. Okay. Schnelle Reise hierhin. Hä? Abschluss 150. Das ist wahrscheinlich hier drin, ne? Ah, seht ihr, am Anfang konnte man das gar nicht sehen, dass das hier drin ist. Weil wir das mit Hedien nicht aufgedeckt haben. Ihn direkt. Wenn du meine Gestalt erblickst, was siehst du? Ein Scheusal? Eine Verführerin? Er antwortete nicht. Blicke tiefer, sagte ich, denn ich bin nicht die Masken, die ich trage. Das ist Sauron und mir gemein. Hey, dieses Bim, das triggert mich immer so innerlich. Deswegen erschrecke ich mich so ein bisschen. Nicht die Masken, die sie trägt. Ja, Fertigkeitspunkt freigeschaltet. So, ja, das kann man später alles durchlesen. Wir haben jetzt 1200. Jetzt aber Fertigkeitspunkt freischalten. Wir brauchen das hier. Konter ist das oder? Wir brauchen aber beide Sachen. Ich weiß nicht. Was jetzt wichtiger ist, das freischalten oder das? Perfekten Konter brauchen wir doch für. Moment, da muss ich aber jetzt die Karte aufmachen. Dazu brauchen wir. Das ist nochmal. Können wir tatsächlich gleich hier auch alles erledigen? Da haben wir eigentlich alles schon fertig. Da brauchen wir perfekter Konter und Terrorisieren. So, das brauchen wir. Ja gut, eigentlich ist es egal. Wir bekommen ja beim Abschluss einen Fertigkeitspunkt. Den bekommen wir und dann schalten wir dann den Terrorisieren frei. Gut, dann machen wir das auf jeden Fall so. Perfekter Konter werde ich jetzt auf jeden Fall freischalten. Kann ich denn jetzt, wenn ich auf B drücke, muss das jetzt selbstständig alles erledigen.
Charakter, so, Terrorization. Ne, perfekter Konter machen wir jetzt. Gut, das haben wir jetzt freigeschaltet. Dann können wir das jetzt tatsächlich auch machen. Das heißt, Moment. Ja, geil. Das kann man jetzt hier erledigen. Genau. So, dann können wir noch einen Slot freischalten. Wo das jetzt war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Inventar, glaube ich, ne? Ja, genau. Slot. Aber welche Steinchen haben wir denn jetzt? Nicht, dass wir was freischalten und das können wir gar nicht einsetzen. Das heißt, Ausrüstung. Ja, seht ihr, für Dolch hätte ich ja so oder so nichts gehabt. Dann muss ich tatsächlich eine Ausrüstung freischalten. Ah ne, Waffe? Waffe? Hä? Ah da, Rüstung. 7,5% mehr erhaltene EP. Waffe um 7,5% erhöhte Chance. Ja, ich weiß nicht, ob man diese Dinger braucht unbedingt. Ah, Rüstung, aber guck mal hier. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, das ist nur, wenn du schmiedest, dann wird Rüstung noch freigeschaltet, also dieser Buff. Ja gut, dann werde ich... Ja komm, egal. Machen wir freischalten hier. Rüstung. Ja. Nee, da hatte ich doch recht gehabt. Ja. Da wird dann Rüstung. Ja, okay. Und dann Rune, Hauptmänner. Mehr erhaltene EP. Das ist auch geil. 5% erhöhter Schaden mit allen anderen. Ja, aber das ist aber auch nicht schlecht. Aber was passiert? Also 7,5% mehr erhaltene EP, das heißt, man bekommt doch für jeden getöteten Ork EP. Lohnt sich das überhaupt oder braucht man das jetzt für ein Anfangsgame hier sowas? Ich weiß es ja gar nicht. Waffe um 10% erhöhter Schaden mit dieser... Wenn das in Rüstung um 5% erhöhter Schaden mit allen Angriffen... Ja komm, ich... Man kann das ja wahrscheinlich eh mal rausnehmen. Mehr erhalten EP. Das ist ja immer Schaden. Ah, da seht ihr, glaube ich, das wird dann so. Oh, cool. Ich habe eigentlich einen stärkeren schon automatisch gefunden. Ah, okay. Wenn man aufwertet, dann ist es hier. Ja, gut. Ja. Das ist Kriegsjuwel wahrscheinlich. Das ist sowas wie. Ja, seht ihr. Lebensraub. Das ist so wie Support. Dann hat sich das jetzt. Mich soweit ergeben, so was das alles bedeutet. Ja, das ist, ich denke, die weißen Dinger sind eigentlich richtig gut gedacht für Middle End Game, das heißt, so ab Level, ich weiß nicht, so 60 oder so. Dann nehme ich einfach mal hier Schaden, damit ich ein bisschen schneller vorankomme. Okay, das, ich denke, das ist eine gute Auswahl gewesen. Hoffe ich mal. Okay, so, das... Was bedeutet das dann? Gut gemacht. Verröste Bestien mit Drachenfeuer und schließt du damit. Oh, man hat sogar wöchentliche... Okay. Okay. Dann machen wir hier mal Pause. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich über ein Like, Kommi oder eventuell sogar ein Abo freuen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.